Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Parkitect, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht mal wieder weiter hier bei Haberco Dings. Und in der letzten Folge haben wir hier unser unseren prächtigen Woody an den Start gebracht, den wir hoffentlich heute eröffnen, beziehungsweise überhaupt den Park mal eröffnen. Denn noch ist hier nichts. Noch ist hier nichts. Und wir müssen jetzt mal gerade gucken, wie wir hier die Infrastruktur weiterbauen. Wo geht das denn hier lang? Ja, warte mal, einen weiter hier. So, ja, dann bauen wir jetzt erstmal den Anstehbereich. Ich mag ja dieses Wooden am liebsten. Wir machen auf jeden Fall, glaube ich, Stationsgebäude hier dran. Jetzt denkt ihr euch, oh nein, bitte nicht, Brilli. Halt doch echt mal den Rand mit deinen scheiß Stationsgebäuden, ey. Das ist doch alles nur... Das frisst doch alles nur Zeit und... Ist langweilig. Ja, aber es muss ja gemacht werden. Wir müssen ja gerade hier in dem Park, müssen wir auf Szenerie achten. Und deswegen kommen wir da wahrscheinlich oder sehr nicht drumherum. Was mache ich hier eigentlich? Kompletter Wahnsinn. Hier muss eine Stube hin. Das sollte reichen, würde ich jetzt mal behaupten. Dann gerade noch den Ausgang ranballern und dann machen wir schnell ein Stationsgebäude. Die Leute, nichts Außergewöhnliches, Extravagantes, aber es muss schon ein Stationsgebäude da drum. Allein schon der Wartebereich muss überdacht werden, damit die Leute da auch im Regen drauf gehen. Deswegen, das muss schon sein. Das muss schon sein. Ich hätte gerne Holzdach, Holzwand. Gibt's das? Es nervt mich ja immer noch nach wie vor, dass man... Holz? Dass da einfach nur Wand steht und nicht woraus sie ist. Vielleicht bin ich aber auch komplett dumm und sehe das nicht, aber... Das ist auf jeden Fall Holz. Nehmen wir das. Das ist hässliches Holz. Aber es gibt nur das Holz. Okay, nehmen wir das Holz. Passt durch die Tür der... Nicht, oder? Wir testen das. Kann man hier eigentlich auch noch Fensterscheiben reinmachen? Bestimmt, ne? Hier rausgucken schon eigentlich, ne? Geiler wäre es natürlich so. Was ist das? Wo ist das Kleinste denn? Wo waren die Pavillonen? Ist die Schützen aber nicht, ne?
soweit ich das weiß. Egal, ich will die hier hin haben. Die kann ich jetzt auch der Farbe nicht ändern, macht aber nichts. So ganz typische Musik, ne? Hier die Musik bei. Keine Ahnung, wie man die nennt. Nervig. Ja, ich finde die schön, ehrlich gesagt. Guck mal, hier ist jetzt der Weg, ne? Da kann ich jetzt nicht. Okay, so, ne? Gut. Würde ich sagen, hier vorne kommt auch noch flach und dann noch eine. Okay, Dächer. Müssen wir gerade gucken. Nee. Ja, jetzt gibt es aber wahrscheinlich nichts wirklich Passendes, ne? Holzmäßiges. Das ist traurig. Dann versuchen wir jetzt hier mal irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, eine Holzfarbe hinzubekommen. Wobei, man könnte es auch wieder rot machen, aber diesmal wirklich will man jetzt ein gutes Rot haben, ehrlich gesagt. Da kommt auch gar kein Dach hin, aber ich wollte mal gucken, wie es aussieht. Kann man das machen? Ich hätte gerne mal irgendwie, dass die Dächer da überstehen, weißt du? Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das macht. Und ob man das machen kann. Es ist mir immer ein bisschen zu kitschig, dieses ganze Farbgelöt hier, ey. Muss doch gehen, dass das da. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Farbe. Was? Ist das jetzt in meiner Farbe? Nee, oder? Kriege ich denn die Farbe jetzt hier rüber? Freunde. Ist jetzt auch nicht mehr die. Entschuldigung. Ihr habt mir meine Farbe gestohlen. Denn. Ah, jetzt habe ich die da unten drin. Okay, das ist gut. Wie mache ich das jetzt? Das ist doch nicht die Farbe. Jetzt ist es so. Hier wollen wir die Kamera weg, weil es scheint doch nicht ganz dieselbe.
sein. Okay, dann brauche ich das in hell ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, das ist es auch gar nicht. Ich brauche das. Also sehr hell. Schon wieder extrem kitschig. Ja, mit dem Aufhören, ja, das geht. Okay, da mache ich schnell gerade Zäune dran. Ne, warte mal, mal ist noch gerade die Ecken. Gerade die Zäune da dran. Heute ist ein bisschen Baum hier, Leute. Heute ist mal ein bisschen Baum. Der Zaun denn überhaupt? Weiß denn der? Ah ne, der sieht gut aus. Entschuldigung. So. Gut. Hier werden die Fenster allerdings weiß. Dockst du mich an? Denn eigentlich, warte mal, das hier
Ah, sehr gut. Sehr gut. Guck, haben wir hier schön die Glasfenster drin. Ich glaube ja. So, ey, sehr gut. Ja, Leute, das ging doch ratzfatz hier, das Stationsgebäude, oder? Das reicht doch auch schon. Machen wir noch ein paar Fähnchen dran und dann war es das. Okay. Perfekt, Freunde. Bäumchen, dürfen nicht Fehlchen. Ja. Das macht das Ganze natürlich hier auch noch mal ein wenig hübscher. Perfetto. Aber es gibt doch noch bestimmt. Ich weiß nicht, was da hinten noch hinkommt, deswegen baller ich jetzt nicht mal alles zu hier. Boah. Aber Leute, ich finde, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt brauchen wir noch gerade, muss man gerade gucken, hier, Säulen. Die normale Säule hier. Das hier auch Struktur. Was wir jetzt natürlich machen, ja, das hatten wir eben auch schon. Wie sieht denn das hier aus, wenn ich das hier mache? Was ist überhaupt für die Holzdinger? Hier. Ich mach das mal nur unten. Jetzt gerade wirklich auch selber. Hier. Geht ja zum Glück, ist es tatsächlich hier deutlich einfacher zu themen.
Ja, sagen wir nicht einfacher. Es ist was anderes als ein Planet Coaster. Es catcht mehr an, was gut ist. Aber es ist generell natürlich friedlicher. Wenn man ins Detail gehen will, dann ist es friedlicher. Das auf jeden Fall. So, okay. Das finde ich ganz gut. Ein schönes Holzhaus hier als Einstiegsgebäude. Jetzt brauche ich aber noch Brunnen. Nichts geht ohne Brunnen bei Brilli. So. Kann ich eigentlich. Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Hier die Bänke kann ich nicht einfach nicht, wo keine Wege sind, bauen, ne? Schade. Boah, die Bäume hier, du. Okay. Ich hätte aber tatsächlich gerne hier noch so ein paar Lämmchen. Hier ist, glaube ich, soweit alles voll irgendwie. Das muss ja auch nachts ein bisschen was beleuchtet sein hier. Okay, Leute. Ich finde, das sieht gut aus. Jetzt machen wir noch schnell Flat Ride hier hin. Ach, die Folge ist schon wieder zu Ende. Machen wir Flat Ride in der nächsten Folge hin. Aber, Leute, guckt euch das an heute in der Folge hier. Das sieht langsam nach einem richtig guten Park aus. Wir können noch mal gerade gucken. Sieht denn das aus, Dekoration? Alter, wie kann das sein? Wieso ist das hier nicht knallegrün? Weil ich hier so ein geiles Haus hingesetzt habe. Kann mir das einer erklären? Das finde ich ein bisschen traurig. Naja, können wir jetzt nicht ändern. Ist jetzt so. Schlechte Deko, gute Deko. Ursache schlechter Deko, okay. Ja, ist jetzt so. Kriegen wir gerade nicht anders hin. Aber wir werden hier... Kommt noch Blumen und so hin, dann wird das da auch grüner, denke ich. Gut, Leute, ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal hier bei Planet Architect. Ciao, Leute.